Da fällt mir ein, das ist kein Witz, der Entwurf des neuen AfD-Parteiprogramms wurde gerade geleakt. Die haben ja noch gar keins. Jetzt wurde der Entwurf geleakt und ich sage Ihnen, da stehen Sachen drin. Ich sag mal, von wegen Partei des kleinen Mannes. Hier, was jetzt kommt, das wäre ein ehrlicher AfD-Wahlspot gewesen. Alles, was jetzt kommt, steht so in diesem Entwurf. Grüß Gott, wir sind ein gesundes, normales, deutsches Ehepaar. Das stimmt. Sie ist eine Frau und ich bin ein Mann. Und wir finden es super, dass die AfD endlich die Arbeitslosenversicherung privatisieren will. Arbeitnehmern steht es dann frei, selber individuell vorzusorgen. Hier, er macht's richtig. Wir von der AfD sagen, auch die gesetzliche Unfallversicherung für Arbeitnehmer braucht kein Mensch. Wir sagen, weg damit! Nur die AfD ist dafür, die Laufzeit unserer guten deutschen Kernkraftwerke zu verlängern. Bravo, Schluss mit dem grünen Umweltterror. Willst du noch eine Tasse Nieren und Blasen geben, Dicker? Sehr gern. Und noch eine tolle AfD-Idee. Das Strafmündigkeitsalter wird auf 12 Jahre runtergesetzt. Ja, wir mussten unseren Sohn leider anzeigen. Er ist wahrscheinlich homosexuell. Ja, er hat mit Puppen gespielt. Jetzt bist du enttäuscht, Finn Ole. Aber in ein paar Jahren wirst du uns das danken. Wir von der AfD wenden uns entschieden gegen Versuche von Medien und Politik, Alleinerziehende als normalen oder erstrebenswerten Lebensentwurf zu propagieren. Guten Morgen. Wo ist dein Mord, dreckige Nutte? Sehen Sie, die AfD ist viel mehr als eine fremdenfeindliche Partei. Sie ist auch eine Arbeitnehmer-, Arbeitslosen- und frauenfeindliche Partei. Na, jetzt überzeugt? Immer noch nicht. Wie wär's dann mit diesem Knaller aus unserem Programmentwurf? Ein liberaler Rechtsstaat muss es ertragen, dass Bürger legal Waffen besitzen und erwerben. Wie cool ist das denn? Sag mal, Heiner, ist das bei den Nachbarn ein Postbote oder ein Einbrecher? Keine Ahnung. AfD. Scheiß Ideen für Deutschland. Ist ja nur der Entwurf, ne? Komm. Ja. Ist ja nur der Entwurf. Vielleicht fallen Ihnen ja bis zum Parteitag im April noch viel schlimmere Sachen ein.